Hallo und sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, die Legende vom Eruntor. Wir sind in der letzten Folge in so ziemlich die unterste Etage vom Baum der Bubus eingedrungen. Auch wenn eingedrungen vielleicht das falsche Wort ist. Wir stehen ganz gut davor, das Kapitel zu beenden. Glücklicherweise. Na, was machst du? Es kann doch nur hier, irgendwo hier sein. Hey, da kommt jemand. Oh. Moment, wir nehmen Gumbrina. Weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn er hier ist, gibt es Kampf. Natürlich weiß ich, wie es hier abgeht. Ich tue nur so, damit es cooler ist. Beziehungsweise spannender. Noch eine Bubu-Statue. Rein mit dem Bubu-Wehl. Und da passiert was. Sehr schön. Das Sternjuwel war da drin. Sehr schön. Jetzt müssen wir es nur noch nehmen und... Wow, Mario, das ist ja das Sternjuwel. Oder er nimmt es einfach. Hey, schon wieder dieser Kerl. Hahaha. Da suche ich und suche und dann fällt es mir einfach in die Hände. Das Sternjuwel, endlich, was für ein Glück. Hat er einen Bart oder ist das ein Schal? Ich bin mir nicht sicher. Aber wen sehe ich denn da? Ist das nicht der Trottel, der in meine Falle getappt ist? Und der noch dazu das Pech hat, das Sternjuwel nicht zu bekommen? Oh, mein Mitleid ist grenzenlos, aber ich habe einen Trostpreis für dich. Willst du wissen, was es ist? Es ist der Auslöser für eine Zeitbombe. Bumm, und dieser schöne große Baum wird in alle Winde zerstreut. Natürlich mit allem, was so drin ist. Wahahaha. Für meinen Teil habe ich genug von diesem morschen alten Baum. Also auf Nimmerwiedersehen. Sind wir hier in Metroid oder was? Ich frage mich, wie er hier runtergekommen ist. Mario, ich denke, wir sollten hier schleunigst verschwinden. Moment. Du sagst es, Gumba mit Zopf. Ich merke schon. Dann machen wir einfach mal Hau drauf. Also keine Sorge, wenn ihr hier, wenn ihr das spielt, später in einem Jahr. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass das irgendwie zu wenig Zeit ist oder so. Das ist wirklich ausreichend Zeit. Ihr müsst nicht eure BP verschwenden. Das Einzige, was jetzt, was dazwischen kommen kann, ist ein Level-Up. Tatsächlich wäre das jetzt ein bisschen scheiße. Oh, hey. Ausnahmsweise. Wenn ich ehrlich bin, nicht allzu hilfreich. Aber hey, wenigstens müssen wir hier nicht rumbalancieren. Naja, wir schaffen es schon. Hopp. Das Beste ist, dass wir schon die Gegner ausgerottet haben. Das heißt, um die müssen wir uns nicht auch noch kümmern. Ja. Ich denke, das kriegen wir hin. So, dann machen wir noch mal Erona. So, bitte. Sieht gut aus. Ratet mal, was ich vergessen habe. Bubu Wehl. Moment, wir brauchen Erona nicht mehr. So. Und weiter. Ja. Mach noch mal. Speicher noch mal in Ruhe.
So. Hm, wer bist du denn, du Hohlkugel? Hey, lass mich durch, du alte Hexe. Bursche! Hast du mich eben eine alte Hexe genannt? Zeig gefälligst etwas mehr Respekt vor dem Alter. Auch wenn es mich mein Leben kostet. Ich muss dir jetzt mal was erzählen. Was soll das, du vergeigtes Fossil? Also damals, ich war noch ein blutjunges, lebenslustiges Ding. Aua. Autsch, das war zu viel. Oh, mein Hexenschutz. Das kommt davon, mir eine Gardinenpredigt halten zu wollen. Hey, warte. Das war's wohl für dich. Du gibst auf uns auf der Stelle das Sternenwild zurück. Und dann verschwinde aus diesem Wald. Guhahaha, zumindest werde ich wohl erst einmal den Zünder ausschalten. Ihr kleinen Pestbeulen, ihr lasst mir keine Wahl. Also beklagt euch nicht. Andere Fernbedienung. Kugel. Oh oh. X. Los geht's, Kuzibot. Ihr werdet viel Spaß haben mit unserer neuesten Entwicklung. Und das ist das papierigste Element wirklich in diesem Spiel. Was nicht Mario ist. Na, schlottern euch schon die Knie? Ist schon beeindruckend, unser Kuzibot, oder? Aber das ist noch gar nichts. Ich werde euch jetzt zeigen, was dieses Monster alles so kann. Wow, wirklich gigantisch. Aber irgendwas stimmt nicht mit dem. Halten wir auf jeden Fall die Augen offen. So, die Hälfte der Zuschauer ist böse und die Hälfte ist nett. Was eine relativ wichtige Sache ist irgendwo. Das ist ein Kruzibot. Kruzillus steuert diesen Kruzion-Roboter. KP 30, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Besonders gefährlich ist sein Kruzi-Stampfer. Klar, der ist ja auch eher groß. Er kann auch seine Arme abtrennen und diese separat angreifen lassen. Für die Arme gilt KP 2, Angriffskraft 4. Die Arme sind ziemlich stark. Vielleicht solltest du sie zuerst ausschalten? Wie findest du eigentlich das Design von diesem Kruzibot? Ich weiß ja nicht. Pink? Ne, Pink ist okay. Okay, wir machen... machen jetzt ganz viel Kraft auf Mario. Los geht's! Hier kommt der Kruzionenstampfer! Verdammt! Hätte klappen können. So, und während sie versucht drauf zu hauen, aber kläglich scheitern, bis mir dann auffällt, ich sollte vielleicht wechseln, charged Mario nochmal ein gutes Stück. Sehr schön. So, Gumbrina. Das war wahrscheinlich ein Bug, dass hier so viele angezeigt wurden. Gumbrina wechselt zu Kupio. Du machst noch einen Charge. So. Ich hätte den noch nicht einsetzen sollen. Kann das? Nee, das ist schon ein bisschen schwer mit dem Dingens. Aber keine Sorge, der Charge, der läuft nicht ab. Fuck. Aber keine Sorge, wir machen heute nicht nur die Szene hier. Keine Sorge. Es passiert noch ein bisschen was. Scheiß Dreck. So. Hau nochmal drauf, Kupio. Und Mario macht jetzt. Haben wir den drin? Nein. Die Stampfattacke. So. Ah! So geht das nicht. Das war noch lange nicht alles. Schaut mal, was mein kleiner Freund noch so alles kann. Das wird euch aufwärmen. Ja, wenn du das sagst.
So, Mario, willst du es beenden? Und wir haben nicht mal das Timing geschafft. Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist aber ein Level-Up. Und endlich gute Musik. Yeah. Dieses Mal will ich BP. BP haben, BP brauchen. Ach was. Dieses Mal machen wir aber KP, wenn ich dran denke. Denn wir haben viel zu wenig KP für irgendwas. Ah, wie soll ich das General Crucius erklären? Na, eines Tages werde ich es euch heimzahlen. Oberst Crucillus wartet doch auf uns. Ich weiß nicht, ob er auf euch wartet. Haha, hingefallen. Na, Bubulas. Hatte Bubulu recht? Wir haben sie vertrieben, Mario. Moment, ich versuche mir gerade einen Cola einzugießen. Endlich wird unser Baum... Wer sagt das eigentlich? Wieder so friedlich sein, wie er immer war. Wie versprochen, Cabrio. Nee, Moment. Wie versprochen, Cabrio. Dieses Sternjuwel gehört jetzt dir. So, nebenbei Cola eingegossen. Sehr schön. Trinkt etwas. Ist gut für euch. Hab ich gehört. Deine Sternkraft beträgt jetzt 3. Mario lernt die Sternattacke Paralyse. Kapitelende. Ich freue mich drauf. Drüber. Yeah. So besiegte Mario Crucillus und erhielt das zweite Sternjuwel. Die Armee der Kruzionen wurde vertrieben und Friede kehrte zurück. Der Wunderwald war wieder erfüllt von fröhlichen Geplapper der Bubus. Aber die Kruzionen werden diese Schmach wohl nicht auf sich sitzen, beruhen lassen. Sie werden alles unternehmen, um Marios Pläne zu vereiteln. Aber wir wollen doch ihre Pläne vereiteln. Hä? Verstehe ich nicht ganz. Und ich muss mal ganz kurz drauf gucken, bis gleich. Fazit, ich habe eine ganz komische Auerstelle an meiner Achillesferse, Sehne, was auch immer, wie auch immer das heißt. Ist nicht schön. Ich lasse das gleich von meinem Vater einmal angucken und Meinung sammeln. Vielleicht mache ich da auch einfach nur Wundschutzkrippen drauf oder so. Weil es sieht mal aus, als wäre es einfach nur bunt, aber es ist leicht feucht, also komisch. Was sagst du? Du kannst Crucillus nicht erreichen? Jawohl, wir warten auf einen Bericht von Ibaba. General, er bitte Erlaubnis zum Reden. Was ist denn? Erstatte Bericht. Offensichtlich hat Mario das Sternjuwel aus dem Wunderwald erbeutet. Was? Was ist mit diesem Crucillus und dem Schattentrio? Bedauere mitteilen zu müssen, dass die alle von Mario vertrieben wurden. Ha, diesen Mario sollte man wohl nicht unterschätzen. Habt ihr etwas über die restlichen Sternjuwelen in Erfahrung gebracht? Bitte um Vergebung, General. Wir befinden uns gegenwärtig auf der Suche nach diesen Steinen. Eins in Logarts Burg, dann eins im Wunderwald. Dann unser Sternjuwel aus Rohling. Das macht zusammen 3. Bleiben also noch 4 Sternjuwelen. Setzt die Suche fort und pass auf, dass euch Mario nicht wieder zuvorkommt. Zu Befehl. Mario scheint tatsächlich diese Karte zu besitzen. Na gut, von nun an werdet ihr jeden seiner Schritte verfolgen. Zu Befehl. Ich mag den Wissenschaftler. Der ist nicht besonders, aber er macht seine Arbeit. Sei auf der Hut, Mario. Ah, ob Mario wohl meine Mail gelesen hat? Ach, und wie läuft wohl das Leben im Palast? Vielleicht kann ich nie wieder auf rauschenden Bällen tanzen. Was soll nur aus mir werden? Duschen. Eine saubere Prinzessin ist... Naja, eine saubere Prinzessin. Ich weiß nicht, worauf ich damit hinaus wollte. Wenn sie sauber ist, ist sie sauber. Wobei, wenn man...
Ich meine, wenn man hygienischer unterwegs ist, hat man bessere Laune overall, aber kann ich nichts zu sagen. Ich habe das Gegenteil noch nicht probiert, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Und um das beurteilen zu müssen, bräuchte ich ja beide Seiten. Aber ich kann euch sagen, ich bin so nicht 100% zufrieden. Das hat gut getan. Die Tür scheint abgeschlossen zu sein. Oh, das war sicher Tech. Es gibt eine Szene, bei der bin ich mir nicht sicher, wann die kommt. Finden wir raus. Warum kann Peach nicht springen? Das Fortbewegen ist langweilig mit ihr. Guten Tag, Peach. Danke, dass du gekommen bist. Ist meine Mail an Mario angekommen? Ja, Empfänger Mario bestätigte den Erhalt der Mail. So, ein Glück. Was gibt es heute? Sicher möchtest du etwas über Liebe wissen? Habe eben gehört, dass du im Ballsaal tanzen möchtest. Du hast das gehört? Er bitte Verzeihung, bin auf Überwachung der Prinzessin programmiert. Meine Reaktion auf deine Worte war, ich möchte mit dir tanzen. Diese Reaktion ist mir unverständlich. Muss diese analysieren. Dieser Computer ist echt kaputt. Sie analysieren? So, das kann man doch gar nicht analysieren. Wenn man etwas zusammentun möchte, dann ist das ist Liebe, denke ich. Aber du, also, du bist ein Computer. Das ist texistisch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Prinzessin Peach, bitte tanz mit mir. Moment mal. Wie könnte ich tanzen, das. Wie soll ich sagen? Wie soll das gehen, dass ich mit dir tanze? Wie wäre es hiermit? Ich? Hast du das etwa gemacht? Na gut. Komisches Gefühl, mit sich selbst zu tanzen. Drücke die Knöpfe. Ja, das ist Rhythmusspiel an dem Punkt. Die halten sich nicht mal wirklich fest. Es sieht nicht mal so aus. B. 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 A. B. X. Scheiße. A. B. B. X. X. B. A. B. B. Ich weiß, perfektes Commentary hier gerade, aber ich habe das Gefühl, wenn ich was anderes gesagt hätte, dann wäre nichts dabei rausgekommen. Danke, Peach. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Spaß? Das also ist Spaß? Tech? Wie versprochen, Peach, du kannst eine Mail schicken. Gib mit der Tastatur den Empfänger und deine Nachricht ein. Boah. Fertig. Kannst du es abschicken? Kleine Story, bevor es weitergeht. Bis gestern, als ich Bus fahren wollte, aufgefallen, mein Azubi-Deutschland-Ticket ist noch nicht. Er ist nicht mehr da. Ich habe auch keine Mail dazu bekommen. Hätte ich kriegen sollen, aber ich habe nichts dazu bekommen. Haben wir heute Morgen angefordert und ja, beziehungsweise nicht die Mail, sondern das neue Ticket. Und ja, diesen Monat muss ich mir noch ein 49-Euro-Ticket schmecken lassen. Nachricht verschickt, bitte geh auf dein Zimmer zurück. Muss die neuen Daten sofort analysieren. Die Daten, die den eben erfahrenen Spaß verursacht haben. Mann, ist der creepy. Du bist schon ein seltsamer Computer. Falsch, ich bin der klügste Computer der Welt. Macht ihn nicht weniger seltsam. Gute Nacht, Peach. Wenn ich Peach wäre, ne? Entweder Stockholm-Syndrom oder völlige Angst vor diesem scheiß Computer. Also, ich habe ja allein schon was gegen KI, ne? Aber wenn die dann auch, sich auch noch in mich verliebt und mit mir tanzen will, ne? Ich glaube, nee, das könnte ich nicht. Also so wirklich, wirklich überhaupt nicht. Aber was sagt ihr zu Tech? Da vorne muss es sein. So ist es, euer Scharfsichtigkeit.
Meines Wissens wurde die Prinzessin in dem Dorf östlich. Wosten. Östlich von hier gesehen. Sehr gut, Kirby Cooper. Dann ist das unser nächstes Ziel. Ich weiß nicht, wie ich diese Lache machen soll. Lest sie euch einfach selber durch. Ihr seid unglaublich männlich, euer Heißatmigkeit. Und wisst ihr was jetzt? Eine Szene, die mir sehr gefällt. Auf geht's! Und im Gegensatz zu Mario, Bowser ist einfach besser. So. Lauf einfach weiter, Bowser. So. Völlig auseinandergenommen. Ich frage mich, ob mir die 10 Münzen gut geschrieben werden. Wäre schon schön. Ziel. schon ein bisschen weird. Herzlich willkommen in Blüten. Ja, alle Deckung Coopers und Kinder zuerst. Ah, ich will doch gar nichts von diesen Winzlingen. Also, wo ist die Prinzessin? Euer Verknalltheit, seht nur da. Völlig inkonsistent die Stimmen, finde ich super. Oh, meine Prinzessin. Soll ich jetzt anfangen zu singen? Ich habe dich überall gesucht, du Holde. Freust du dich nicht? Der gute alte Bowser ist gekommen, um dich zu retten. Warum so still? Komm mit, ich zeige dir meine renovierte Festung. Die freudige Überraschung hat ihr ohne Fragen in die Sprache verschlagen. Die Herzen der Frauen sind unergründlich. Hihihihihi. Aha, so. Das ist also die wahre Damenhaftigkeit. Nun, eine schweigsame Prinzessin ist auch sehr attraktiv. Nein. Mein Schatz, mein lebensgroßes Prinzessin Peach Poster. Das gebe ich auf gar keinen Fall her. Warum klebt das eigentlich am Fenster? Ist irgendwie blöd oder so? Ein Poster? Oh, das kann doch nicht. Was bin ich nur für ein Idiot? Bowser hat eine so viel bessere Persönlichkeit in den RPGs. Ich hasse es und ich liebe es. Warum nur in den RPGs? Naja. Machen jetzt noch ein bisschen was in den Katakomben von Rohling und dann ist die Folge auch voll zu Ende. Alles tutti frutti. Mario, vielen Dank für alles, was du für uns getan hast. Endlich können wir wieder in Frieden leben. Du musst wirklich schon gehen. Schade. Aber wann immer du meiner weisen Ratschläge bedarfst, bist du herzlich willkommen. Wir alle würden uns freuen, dich wiederzusehen. Von nun an werden wir aufpassen, dass so etwas nie wieder passiert. Ich frage mich, wie. Ich hoffe sehr, dass du die restlichen Sternjuwelen schnell findest. Vielen Dank, wir werden auch ganz sicher wieder euch ganz sicher wieder besuchen. Bis dann, Mario. So, mit der Stampfattacke können wir jetzt versteckte Bodenplatten umdrehen. Ich glaube, hier ist ganz bestimmt keiner, aber ich weiß, wo einer ist, nämlich beim Äonentor. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Da gehen wir noch nicht selber hin. Mario, ich glaube, du hast gerade eine Mail bekommen. Mario, wahrscheinlich machst du dir große Sorgen um mich, aber es geht mir gut. Vielmehr mache ich mir Sorgen um dich. Meine Entführer scheinen wie du intensiv nach den... Ach so. Meine Entführer scheinen wie du intensiv nach den Sternjuwelen zu suchen. Ich versuche herauszufinden, was sie planen. Wenn ich etwas erfahre, werde ich dir wieder schreiben. Pass gut auf dich auf, Prinzessin Peach.
Schön zu hören, dass es der Prinzessin gut geht. Bist du auch froh? Wäre auch doof, wenn nicht. Übrigens, Paper Mario hat sieht stark nach dem Sprite von Mario aus Mario World aus. Moment, ich such's euch tatsächlich mal raus. Also, durch die ganzen Pixel ist es nicht unbedingt ein 1 zu 1 Verhältnis, aber ich denke, ihr seht, worum es geht, oder? So, da wir das jetzt endlich auch mal hinter uns haben. Ich wollte da nicht raufspringen. Mama, ich wollte nicht mal gegen das Ding kämpfen. Naja, haben wir das auch mal gesehen. Und wisst ihr was? Ein Erdbeben und dann hat sich die Sache gegessen. Ja, okay, nicht nur ein Erdbeben. Aber das ist ja kein Problem. Hauen wir einmal rauf und gut ist. So, übrigens, je höher man im Level ist, desto weniger Sternpunkte kriegt man von den Dingen. Und kurz, das ist scheiße. Sehr scheiße sogar. Brauchen wir nicht, aber Dankeschön. Brauchen wir nicht, aber Dankeschön. So, darf ich jetzt? Ohne weiter gestört zu werden. Nee, ich habe schlechte Laune. Da gibt es Maxi-Beben. Denn das klingt mir am brutalsten. Deshalb machen wir das. Übrigens, je mehr von diesen Zeilen wir schaffen, desto mehr Damage macht's. Also ich hoffe, dass es dann doch klar. Ich hoffe, das macht Sinn. Und ich glaube, dass das umgeht sogar die Verteidigung, was eine sehr hilfreiche Sache sein kann. Was darf ich jetzt? Ohne große Störung. Dankeschön. So, dann 27 Minuten, naja. Wir wollen zwei Sachen machen, so wie ich gerade denke. Zuerst wollen wir hoffen, dass der uns nicht angreift. Und der da auch nicht. Dann wollen wir hier hin. Und hier ist der Herzlein P Ordner. Ordner. Orden. Den brauchen wir aber gerade nicht, also setzen wir ihn auch nicht ein. Zum Eron-Tor gehen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Und wir wollen jetzt erstmal wieder hoch. Dann stufen wir beide Partner auf, also Erona und wie heißt sie noch? Und dann, ja. Ja. Dann können wir speichern. Und uns für diese Folge verabschieden. Hallo Merlon. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Jetzt musst du arbeiten. Ja, Rang erhöhen, Gumprina. Ja, erhöhen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr heute so gemacht habt. Das würde mich mal sehr interessieren. Oder was ihr so macht. So, von Gumprina hat übrigens, glaube ich, Multikopfnuss erlernt. Weil ihr weiß nicht, was sie lernt. Aber das Beste, das Gute ist, die kriegen alle Damage ab pro Aufstieg. Und das, meine Lieben, ist wunderschön. Besser geht es quasi nicht. Wisst ihr? Du darfst dich nun entfernen, sagt er. Ja.
Und ihr dürft jetzt liken, kommentieren, abonnieren, Glocke bimmeln. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Und ciao, ciao.